Ohne Anna. Im Sommer 2014 ist sie Trauzeugin auf der Hochzeit ihrer Zwillingsschwester Edith. Später wird sie sagen, das war der schönste Tag meines Lebens. Man braucht nur mich angucken und dann sieht man auch die Anna drin. Lieber geben wir dir alles Gute und alles Liebe von ganzem Herzen. Viel Spaß und viel Glück. Damals sind die Zwillinge 30 Jahre alt. Nur sie ist halt etwas flippiger, macht gerne Party. Wir haben immer zusammengehalten. Wir waren Arsch und Eimer. Pat und Patterchen. Immer zusammen. Am 23. Juni 2019 verschwindet Anna. Seit fast 3 Jahren sucht die Familie nach ihr. 2019 wird Michael des Mordes an Anna angeklagt. Sag uns doch, wo die Anna ist. Ja, du kannst dadurch der Familie noch ein bisschen, ein klein bisschen Leid ersparen. Er hat es nicht getan. Jahrelang sucht die Polizei und Annas Familie nach ihrer Leiche. Ich möchte jeden einzelnen Hinweis nachgehen. Vergeblich. Wir gehen damit schlafen, wir stehen damit auf. Und wenn wir da keine Gewissheit kriegen und nicht abschließen können, das ist kein normales Leben, was wir dann führen. Der Fall der seit Juni 2019 verschwundenen Anna S. aus Gelsenkirchen ist womöglich die Leiche der Vermissten entdeckt worden. Laut Ermittlerkreisen wurde in einem Keller in Krefeld eine eingemauerte Frauenleiche gefunden. Ob es sich bei der jetzt in Krefeld gefundenen Leiche tatsächlich um Anna S. aus Gelsenkirchen handelt, muss noch überprüft werden. Was vermisst du denn an der Anna am meisten? Alles.